Ja, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal über alternative App Stores in der EU gesprochen. Erinnert euch, der Markets Act zwingt ja Apple, iOS und künftig iPadOS zu öffnen. Aber das war ja alles noch recht abstrakt, als wir da vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben. Und so langsam zeigt sich jetzt aber, wie das künftige Angebot aussehen wird. Und ein bekannter Name, der dabei eine Rolle spielt, lautet ZApp. ZApp kennt ihr vielleicht vom Mac. Unter anderem haben die ja Clean My Mac entwickelt, eine App, mit der man seinen Mac so ein bisschen aufräumen kann. Aber es gibt auch einen Abo-Dienst, wo man Zugriff auf Software bekommt. Und das heißt also, man hat jetzt keine einzelnen App-Abos oder man kauft sich nicht einzelne Apps im App Store, sondern man zahlt eine Gebühr pro Monat und bekommt Zugriff auf einen großen Korb mit Sachen. Also am besten halt Apps, die man halt nicht ständig braucht, aber immer mal wieder oder eben, dass man verschiedene Apps nutzen möchte. ZApp, die kommen aus der Ukraine und wollen jetzt auch einen iOS-App Store in der Europäischen Union aufmachen. Das Ganze nennt sich ZApp Mobile und erfreulicherweise hat mir ZApp vorher schon mal Zugang gewährt, um euch hier ein bisschen was darüber erzählen zu können. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Die App von ZApp, die finden wir ganz normal hier auf dem Homescreen neben den anderen Icons. Wir gehen jetzt mal hier drauf und da sehen wir dann hier, dass wir da zwei Tabs haben. Einmal alle Apps im Überblick und die Apps, die wir jetzt hier schon installiert haben, wo wir dann relativ schnell auch zum Beispiel Updates einspielen können. Das Angebot ist momentan noch relativ übersichtlich, wenn wir da mal reinschauen. Wir haben da zum Beispiel ClearVPN, eine App, mit der man ein VPN-Netzwerk aufbauen kann. Interessant ist sicherlich für viele auch Downy, womit man Videos herunterladen kann und in Anlehnung an Clean My Mac, Clean My Phone, um eben dort da sein iPhone ein wenig zu entrümpeln. Schnellnotizen gibt es, Timer, Siri oder beziehungsweise Widget-Reminders. Und. Das Angebot soll laut ZApp auch in nächster Zeit noch tüchtig wachsen. Teils sind es Apps, die von ZApp selber bereitgestellt werden, aber auch andere App-Entwickler sollen sich darin wiederfinden. Wir haben ja auch eine Suchfunktion, die momentan natürlich nicht ganz so sinnvoll ist, solange das Angebot auf eine Bildschirmseite passt. Aber wir sind ja auch jetzt momentan noch ganz am Anfang und es handelt sich ja um eine Closed Beta. Übrigens, es gibt einen Link in den Shownotes zu diesem Video, wo ihr einen bevorzugten Zugang bekommt und da könnt ihr auch die Warteliste ein wenig umgehen. Ja, und dann haben wir noch die Einstellungen. Hier sehen wir dann halt, wann die nächste Zahlung fällig ist. Hier sehen wir jetzt hier kostenlose Testversion. Dann kann man sein Abonnement da verwalten. Das geht dann über die Website. Ja, ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Und wenn wir jetzt mal hier auf eine einzelne App draufgehen, dann seht ihr schon, es ist dann vom Layout her, vom User Design, vom User Interface dann doch anders, als wir das kennen aus dem App Store. Besonders merkt man das, wenn man jetzt ein Vorschaubild macht. Da ist dann hier unten dann das Kreuzchen, um das wieder zuzumachen. Gibt auch keine Bewertung oder dergleichen. Also schon recht eigentümlich. Ja, wenn ich hier auf Installieren gehe zum Beispiel, wir wollen jetzt mal ClearVPN installieren. Dann kommt dieses Warnfenster, was ja beim App Store auch mittlerweile üblich ist. Müsst ihr dann euren Code eingeben, um das Ganze dann zu installieren. Ja, Voraussetzung: iOS 17.4 und ihr müsst in einem EU-Land leben, denn sonst habt ihr diese Möglichkeit in iOS ja gar nicht. Das heißt, dann die Schweizer gehen momentan leider leer aus. Ist ja auch nicht vorgesehen von Apple, das gegenwärtig zu erweitern. Ja, was kostet der Spaß? ZApp Mobile kostet $9,99 pro Monat für den Mac. Und wenn man jetzt dann diese iOS-Variante in Anspruch nehmen möchte, dann muss man ein bisschen mehr noch bezahlen. 12,49, wohlgemerkt US-Dollar für den Mac und iOS. Ich finde das einen ganz interessanten Ansatz von ZApp. Es bereichert auf jeden Fall die Softwarelandschaft. Und ja, sprechen wir noch über die Installation. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Die erfolgt, wie das ja üblich ist, bei alternativen Marktplätzen über eine Website. Da gibt es einen Button und dann könnt ihr das herunterladen. Das Ganze ist ein wenig mühsam, weil Apple da ja verschiedene Sicherheitsbarrieren vorgeschaltet hat. Also wenn man das einmal durchschaut hat, ist es eigentlich relativ einfach. Aber als ich das erste Mal einen alternativen App Store ausprobiert habe, hing ich da erstmal fest und wusste nicht, warum ich jetzt eine Fehlermeldung bekomme. Ja, was denkt ihr über ZApp? Und was denkt ihr über diesen Ansatz, Apps zu verkaufen, dass man sagt, monatliche Gebühr und dann großes Angebot, sozusagen wie so ein Streamingdienst?
Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über Likes für dieses Video und Abos, wenn ihr nichts verpassen wollt, hier auf dem Apfelfunk-Kanal. Ich sage Tschüss von der Nordsee.